Von Seven Links gibt es eine Pen-Tilt-Überwachungskamera mit Full HD, WLAN, Akku und Solarpanel. Betrieben bzw. gesteuert werden kann das und überwacht werden kann das mit der Alesion-App. Die könnt ihr euch runterladen im Google Play Store oder im App Store bei Apple. Damit habt ihr weltweit, also nicht nur zu Hause, sondern auch von unterwegs, die Möglichkeit, euer Grundstück, eure Wohnung, eure Zimmer, egal was, zu überwachen. Geliefert wird das in dieser schicken Verpackung. Gibt es bei Pearl GmbH. Preis liegt bei, ja, der alte Preis wurde nochmal halbiert, kann man sagen. Über 50% Rabatt gibt es jetzt für 129,99. Hat einen 145 Grad PIR, Bewegungssensor, automatische Aufnahme, 10 Meter Reichweite geliefert. Für weniger Verpackungsmüll in dieser praktischen Pearlbox. Da habt ihr das gute Stück drin und wir schauen rein. Für iOS-Geräte, Android-Geräte habe ich gesagt, gibt die Allison kostenlose App. Einstellungen, Kamerasteuerung, Push-Benachrichtigungen bei Bewegung von der Kamera bekommt ihr aufs Handy gesendet und ihr habt einen Zugriff auf die Kamera. Und ihr könnt sogar mit der kommunizieren. Das heißt, wenn ein, ja, ich sage einfach mal, Freunde kommen, Postbote vor der Tür steht, über ein Mikro wird das aufgenommen und ihr könnt sogar per Handy dann quasi euren Kommentar dazu geben. Was ist drin? Interessant ist auch, kabellos. Also ihr braucht keinen 220 Volt Anschluss. Ihr habt ein Solarpanel. Dieses Panel bei Licht, bei Sonne, klar, lädt den Akku auf und über Nacht braucht euch keine Sorgen machen. Ihr braucht keinen Strom. Außerdem, wie gesagt, der Akku wird auch geladen und dadurch habt ihr den Vorteil, dass ihr keinen Strom braucht. Also ihr könnt das Gerät unabhängig irgendwo aufbauen. Es muss halt nur in der Reichweite sein. Ja. Für euer Handy bzw. für euren WLAN-Anschluss. Also, ihr habt hier eine WLAN-Antenne. Ihr habt eine Überwachungskamera. Ganz wichtig, Überwachungskamera, Akku, Solarpanel, USB-Stromkabel, Montagematerial, also damit ihr es irgendwo anschrauben könnt und natürlich ein Ausschalter. IR-Nachtschicht ist, Nachtsicht ist möglich. Bis 8 Meter Reichweite. Die Auflösung der Kamera 1920 x 1080. Die Spannung liegt bei 3,7 Volt mit einer Kapazität des Akkus von 14,4 Amperestunde. Der ganz normale WLAN-Standard ist möglich, 802.11 B, G und N. 5D BM ist die Sendeleistung und Schutzart ist IP66. Das hier ist das Solarpanel. Im Set bei. Ihr habt Befestigungsmaterial, ihr habt Dübel, ihr habt Schrauben, ihr habt einen Imbusschlüssel. Warum der Imbusschlüssel? Ganz klar, damit ihr hier am Panel die Schraube festziehen könnt. Hier die Klemmschraube, damit sich das hier nicht bewegt, weil das wird ja hier oben drauf gesteckt, damit das Panel dann den Strom, also das Solarpanel, den Strom für den Akku, der hier unten drunter ist, liefert. Man hat zwei Möglichkeiten, um den Akku, der hier unten drin ist, im Prinzip aufzuladen. Einmal mit dem beiliegenden Ladekabel.
Dazu müsst ihr, benötigt man so ein, ja, Stecklader, sage ich mal. Den steckt man einfach, verbindet man hier und dann kommt das Kabel hier unten in den Ladeanschluss. Neben dem Ladeanschluss befindet sich der Ein-Ausschalter. Darüber schaltet ihr die Kamera ein und aus. Ganz klar, muss natürlich eingeschaltet sein, wenn ihr die nutzt. Wenn ihr die ausgeschaltet habt, passiert natürlich gar nichts. Hier hinten, ihr habt gesehen, mir ist die Befestigungsplatte abgefallen. Darauf achten, hier steht up, in welche Richtung die kommt. Also das nach oben wird hier quasi reingesteckt. Aber zuvor müsst ihr die, ne, weil die Kamera soll ja irgendwo befestigt werden. Ihr könnt die in Innenräumen befestigen, könnt die außen befestigen. Das steht euch frei. Dazu die Platte halt an die Wand schrauben, am Gartenzaun befestigen, am Gartenhaus festmachen oder ähnliche, dass die wirklich befestigt ist. Wetterschutz wäre natürlich ganz cool, aber ihr müsst aufpassen, wenn ihr hier einen Wetterschutz drüber habt, zum Beispiel Dach vom Schuppen, dass das Solarpanel hier noch genug Platz hat und den Akku aufladen kann, der hier drin ist. Ihr müsst natürlich dann hier das Solarpanel erstmal hier oben richtig einrasten lassen, das ist klar, und hier mit dem Ladeanschluss, mit dem USB-Anschluss hier unten verbinden, damit das quasi auch lädt. Das gibt es auf jeden Fall hier zu beachten. Ansonsten hatte ich gesagt, ihr könnt es natürlich auch über den Stecklader aufladen, aber wenn die Kamera draußen hängt, dann wollt ihr natürlich stromunabhängig sein, keine 220 Volt Leitung irgendwo hinlegen, und dafür bietet ja der Akku genug Strom und das Solarpanel bringt den Strom ja, den ihr nachts verbraucht. Hier die zwei Wi-Fi-Empfänger, beziehungsweise Wi-Fi-WLAN-Antennen, genau gesagt, nicht Wi-Fi, die WLAN-Antennen hier. Damit solltet ihr ja eigentlich in eurer Nähe von eurem Funknetz genug, ja, die Möglichkeit haben, dass die Kamera auch gebunden ist und dass auch eine gute, stabile Übertragung möglich ist. Das ist natürlich immer abhängig von eurem Router, eventuell vielleicht einen Repeater verwenden, also wirklich von der Entfernung abhängig. Das Ganze läuft im 2,4 GHz Band. Dann, wir haben gesagt, hier haben wir eine IR-Nachtsicht-LED, dann ganz klar hier die Kamera mit einer Blende von 2,8. Die Kamera ist schwenkbar einmal horizontal um 105 Grad und vertikal um 355 Grad. Das hier unten ist der Bewegungssensor. Dann haben wir hier den Helligkeitssensor. Dann haben wir hier das Mikrofon. Und wenn wir jetzt die Kamera drehen, also auf die Rückseite schauen, dann haben wir hier den Lautsprecher. Also ihr könnt quasi hier euren Ton ausgeben, sprich, wenn jetzt hier Briefträger ist, Freunde vor Ort sind und ihr eure App eingeschaltet habt, dann könnt ihr mit denen quasi kommunizieren. Zum Beispiel, wenn ihr unterwegs seid, dann könnt ihr sagen, oh, wir sind nicht zu Hause oder ähnliches, oder ein Briefträger sagen, legt das Paket dort und dort ab, und ihr könnt das anhand der Kamera sogar sehen, wo der das ablegt und ob er das ablegt. Na, und über das Mikrofon könnt ihr das, was er sagt oder diejenige sagt, abhören in eurem Handy. Ja, dazu, wie gesagt, müsst ihr eure App öffnen. Die Kamera bietet, beziehungsweise hier die, ja, das Gerät bietet hier unten Reset-Knopf.
falls ihr es mal neu binden müsst, also sprich neue Verbindungen herstellen müsst, weil irgendwas nicht funktioniert, dann haben wir hier MicroSD-Kartenfach. Der Lieferumfang. Ihr bekommt Befestigungsmaterial zur Befestigung an der Wand, egal wo. Ihr könnt auch dübeln damit, ihr könnt es an der Holzwand machen, ihr könnt es am Gartenzaun machen, am Gartenhaus. Das ist euch überlassen. Am besten wettergeschützt, aber darauf achten, dass das Solarpanel noch Platz über der Kamera hat. Was ist bei noch? Ein USB-Kabel zum Laden. Dann könnt ihr hier den Akku laden. Da gibt es hier eine Ladebuchse, die habe ich jetzt hier schon aufgemacht. Die kann man natürlich wieder zumachen, falls man hier keinen Stecker hat, damit das alles gut geschützt ist, also auch regendicht ist und kein Wasser reinfließen kann. Daneben befindet sich der Ein-Ausschalter. Wenn ihr das ausgeschaltet habt, dann funktioniert die Kamera natürlich nicht und auch nicht der Bewegungsmelder und ihr habt auch keinen Fernzugriff. Also klar, die muss natürlich eingeschaltet sein. Um das zu laden, braucht ihr das Kabel, das ist bei, und ein Stecklader, so ein, ja, wie man es vom Handy kennt. Der ist aber nicht im Lieferumfang bei. Das Schöne daran ist, ihr habt hier ein Solarpanel. Also der Akku, der hier im Fuß integriert ist, der wird über dieses Solarpanel bei Sonne, bei Helligkeit aufgeladen. Dazu diesen Stecker hier in die Ladebuchse stecken und dann wird er aufgeladen. Ich lasse den noch draußen, weil ich will euch das noch etwas erklären. Das hier ist das Solarpanel, ziemlich groß, kann man hinten hoch und runter bewegen. Ein Imbusschlüssel ist im Set mit bei, dann könnt ihr hier die Schraube anziehen und das Festziehen der Position, wo ihr es haben wollt. Hier, dieses Teil wird hier oben oberhalb der Kamera hier reingesteckt und kann befestigt werden und kann gedreht werden. Also ihr habt die Möglichkeit, horizontal und vertikal dieses Panel einzustellen. Mittels des Kabels, was lang genug ist, kommt ihr gut unten ran an die Ladebuchse, wo ihr quasi hier am Halter den Akku aufladen könnt. Ihr seid stromunabhängig, also sprich, ihr braucht keine 220 Volt Stromanschluss, um die Kamera mit Strom zu beliefern und zu betreiben. Dafür reicht das Solarpanel. Dadurch seid ihr völlig unabhängig mit der Kamera, wo ihr die, wie gesagt, anbringt. Was ist hier jetzt noch bei? So, das hier, zwei WLAN-Antennen. Dann haben wir auf der Rückseite die Halterung dafür. Wird hier einfach die Platte abgemacht. Die könnt ihr irgendwo dran befestigen, an der Hauswand, in eurem Zimmer, am Zaun. Geht mit Schrauben, Befestigungsmaterial ist bei. Manches habe ich auch gesehen, geht mit Kabelbinder. Also ihr könnt es auch natürlich hier einfach nur den nehmen, Kabelbinder nehmen und befestigen an der Wand bzw. vielleicht am Gartenzaun oder am Maschendrahtzaun, wo auch immer ihr der Meinung seid, dort sollte das hängen. Natürlich solltet ihr darauf achten, ob ihr überhaupt überwachen dürft. Also wisst ihr, Datenschutz heutzutage, das müsst ihr selber wissen, wo ihr das anbringt und wo es erlaubt ist, die Kamera. Wie sagt der Halter, darauf achten, die Einbaurichtung ab, das nach oben zeigt und dann kann die Platte halt irgendwo montiert werden. Dann geht es hier weiter. Dann haben wir hier die IR-Nachtsicht-LED. Das Mikrofon befindet sich hier unten. Also sprich, ihr habt ja die Möglichkeit, wenn ihr die App gestartet habt, könnt ihr das Bild sehen, der Kamera, das hier ist die Kamera. Dann könnt ihr das Bild sehen, also sprich, wer dann vor Ort ist, also wer
ob es der Briefträger ist, ob es Freunde sind oder ähnliches. Das Ganze wird ja dann, die Kamera wird ja schon aktiviert und ihr bekommt auch eine Meldung auf euer Handy, wenn jemand vor eurem Bewegungssensor ist. Und dann wird die aktiv geschaltet, beziehungsweise ihr bekommt eine Nachricht, dann könnt ihr die App öffnen, dann seht ihr das Bild und ihr könnt das hören, was derjenige spricht. Und derjenige, der spricht, der kann auch hier hinten am Lautsprecher, hört er, was ihr sagt. Das müsst ihr natürlich, also müsst ihr freischalten in der App, aber das werden wir nochmal sehen, wie das funktioniert. Dafür sind das Mikro da und der Lautsprecher auf der anderen Seite. Hier ist der Helligkeitssensor. Klar, Helligkeitssensor wichtig, ob es dunkel oder hell ist. Dann habt ihr die Möglichkeit, hier unten unterhalb eine SD-Karte einzustecken, also eine Mini-SD-Karte einzubauen oder Mikro besser gesagt. Und hier habt ihr die Möglichkeit, Reset zu machen, also sprich die Kamera auf Werkseinstellung zu setzen. Die Kamera hat eine Blende von 2,8. Die Schwenkfunktion ist horizontal 105 Grad und vertikal 305 Grad. Schutzart ist IP66 und das Ganze wiegt komplett ca. 1,05 Kilogramm. Lipo-Akku ist drin mit 14,4 Ampere-Stunden. Das war jetzt mal kurz die Kamera. Ihr müsst, um das Ganze zu betreiben, beziehungsweise damit das Ganze funktioniert, in den App Store gehen oder in den App Store von Apple gehen für iOS-Geräte. Und dort gebt ihr einfach nur den Begriff Eli. Elesson ein, dann öffnet sich hier die Elesson Smart Home Technologie App von Pearl, die installiert ihr. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Nachdem ihr die installiert habt, müsst ihr euch anmelden. Das werden wir auch gleich sehen. Ich glaube, jetzt habe ich hier schon mal das Wichtigste erzählt für die Kamera, was bei ist. Wie gesagt, ihr müsst euch anmelden, dann in der App, wenn ihr noch kein Profil habt. Falls ihr ein Profil habt, dann einfach nur mit eurem Namen anmelden und dann könnt ihr die Kamera installieren. Öffnen. Jetzt öffnet sich die App. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit einloggen, also sprich, wenn ihr einloggen drückt, müsst ihr euch mit eurer bereits oder mit dem bereits bestehenden Account anmelden und mit registrieren, dort registriert ihr euch. Gehen wir auf registrieren, ja, müssen natürlich die Datenschutzrichtlinien akzeptieren. AGBs Datenschutzerklärung könnt ihr hier einsehen, müsst ihr natürlich akzeptieren und dann könnt ihr euch registrieren, indem ihr eure E-Mail hier eingibt. So, und dann läuft der ganze Prozess. Oder ihr geht über Einloggen. Jetzt könnt ihr hier, falls ihr einen bestehenden Account habt, Benutzernamen eingeben, dann ein Passwort und dann anmelden. Falls ihr euer Passwort vergessen habt, dann klar, könnt ihr ein neues Passwort anfordern. Das werde ich jetzt nicht machen. Ich habe ja einen Benutzername. Das sollte für euch kein Problem sein. So. Ich will mich jetzt anmelden. Werde das alles hier schwärzen. Ich gebe hier meinen Benutzernamen ein, den ich habe. Dann hier unten mein Passwort. Und gehe auf Anmelden. Und bupp. Ich habe einen Sockeladapter schon mal installiert gehabt, weil ich war schon angemeldet, habe mich Mustermann genannt. Das seht ihr hier. Das ist die Oberfläche der App. So sieht das Ganze aus. Und ich gehe auf Plus und hole mir hier die Kamera, weil ich will ja eine Kamera installieren. Also muss ich natürlich hier auf Kamera gehen. Dann
Kamerasymbol, Gerät zurücksetzen. Natürlich müssen wir eins machen. Einschalten. Welcome and thanks for choosing camera. Initializing camera, please wait. So, dann schauen wir mal. Falls es jemand schon benutzt hat, gehe ich hier auf Reset. Können wir die auf Reset setzen. Also wie gesagt, einfach nur den kleinen Knopf drücken hier. Camera Reset completed. So, Camera Reset completed. Welcome and thanks for choosing camera. So. Initializing camera, please wait. Dann gehen wir hier auf nächster Schritt. Dazu müssen wir hier das Häkchen setzen. Auf Weiter drücken. Ja, wir müssen den Standort zu. Jetzt verbinden. Wir müssen uns natürlich mit unserem WLAN-Netz verbinden. Aus mobile Daten raus. Bin jetzt verbunden. Ihr müsst darauf achten, hier, dass ihr im 2,4 GHz seid. Das ist das Wichtige daran. Also darauf achten, Frequenz 2,4 GHz. So, dann ganz klar, müsst natürlich hier euer Passwort eingeben. So, wenn ihr euer Passwort eingegeben habt, dann geht ihr einfach nur auf Weiter. Dann müsst ihr hier die Kamera nehmen und vor den QR-Code setzen. Connecting Wi-Fi. Verbindung zum Wifi, Signalton gehört, ja, habe ich gehört. Gerät hinzufügen. Camera is now online. So, und schon ist das Gerät miteinander verbunden. Mit der App. Wurde erfolgreich hinzugefügt. Steht auch hier. Ich hoffe, man sieht es gut. Kann hier drauf drücken. Kann den Gerätenamen hier problemlos ändern. Gehe hier oben auf Fertig. Kann man hier prüfen lassen. Na, mal sehen, wie lange das dauert. Ah. So. Kann man halt wählen. Ob man diese Benachrichtigungen haben möchte, zum Beispiel. Jetzt kann man erstmal ein Upgrade machen. Ich werde ein Upgrade machen. Kann abbrechen oder nicht. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, abbrechen, wird kein Upgrade gemacht. Jetzt seht ihr hier im Bild, das bin ich. Ihr habt hier die Möglichkeit, auf dem Display die Kamera zu drehen. Auch in die andere Richtung. Wenn ihr loslasst, bleibt stehen. Reagiert etwas langsam, das seht ihr hier im Live-Bild. Ihr seht, wenn ich jetzt hier so ganz leicht von Mitte aus zur Seite schiebe, bewegt sich die Kamera ganz minimal. Und das auch in die andere Richtung. Und je weiter ich den Finger bewege, desto schneller geht das auch. Und desto weiter. Und wenn ich drauf bleibe, dann macht es die Bewegung so lange, wie ich auf dem Display brauche. Also funktioniert touchmäßig. Wenn ich nach oben gehe, bewegt die sich auch nach oben oder unten. Ich kann auch meinen Finger drauf lassen. Und kann auch gleichzeitig noch eine andere Bewegung machen. Also der bewegt sich in alle Richtungen quasi so, wie ich mich hier bewege mit dem Finger. Jetzt bin ich hier total raus irgendwie. So, jetzt drehe ich wieder nach oben. Also es funktioniert quasi hier schön interaktiv. Möglichkeit ist auch, die Richtung zu ändern. Hier über diese Funktion. Und jetzt kann man das hier über diese Pfeiltaste machen.
Und dass das funktioniert, seht ihr. Kamera bewegt sich dabei. So. Das ist die zweite Option, um die Kamerabewegung zu erledigen. Dann habe ich die Möglichkeit, hier ein Bildschirmfoto zu machen. So, muss natürlich den Zugriff erlauben. Kann ich ein Foto machen. Mit Aufnehmen kann ich hier auf Aufnahme drücken und kann sogar ein Video aufnehmen. Und dabei kann ich auch die Richtung ändern. Also der nimmt das dann auch mit auf. Aufnehmen nochmal drücken, dann wird die Aufnahme gestoppt. Gehe ich hier auf Wiedergabe und kann man hier gucken, ob im Zeitplan Videos vorhanden sind. Sind aber derzeit nicht vorhanden. So, was habe ich jetzt hier noch für eine Möglichkeit? Ah ja, wenn ich das nach oben drücke, Fotoalbum, dann sehe ich hier meine Alben und dann sehe ich das Live-Video, das ich gerade aufgenommen habe. Und dann könnt ihr hier sehen, hier unten seht ihr so eine Statusanzeige mit dem Datum und mit der Uhrzeit kann man ausblenden und zuschalten. Also das muss man nicht anzeigen. Und ihr seht, das Video funktioniert wunderbar. Und auch von der Qualität. Muss mal gucken, ob es auch im Querformat geht. Ah, ich habe vielleicht nicht automatisch Drehen drin. Aber Qualität ist gut. 1920 zu 1080 sollte die Aufnahmequalität sein. So, was gibt es noch? Nachtmodus. Infrarotmodus. Dazu muss es aber dunkel sein. Dazu muss ich hier den Sensor am besten verdecken. Dann habe ich hier die Möglichkeit Farblichtmodus oder eben Confirm Nacht Smart Home Modus. So, nehme meinen Stecklader. Dann seht ihr hier, wenn es lädt, ist es rot und sollte dann die grüne LED leuchten, wenn das Ganze vollgeladen ist. Hier seht ihr, kurz habt ihr gesehen, die roten LEDs hier. Das bedeutet, der Infrarotmodus ist aktiv. Jetzt haben wir es dunkel. Wenn ich Hand wegnehme, klar, ist hier noch zu hell. Dann sind die nicht. Die LEDs sind gleichzeitig auch die LEDs fürs Licht, damit das Licht angeht. Den Infrarotmodus sieht man aber auch gut, sieht man gut dann hier im Bild. Da, ich sehe da völlig anders aus. Kann ja mal höher kommen. Hier seht ihr das. So, und wenn ich jetzt den Finger weggenommen habe, dann sollte wieder ein Farbbild entstehen. Ja, also wie gesagt, der Infrarotmodus ist ja dafür da, dass wenn es dunkel draußen ist, dass man dann auch die Bilder sieht. Smart Home Modus gibt es noch und Farblichtmodus. Und so sieht das aus, boah, wenn die LEDs angehen. Empfehlung ist Smart Home Modus. Was haben wir da noch? Hier können wir auf HD gehen. Oder SD. Also ihr habt die Möglichkeit umzuschalten für SD und HD Qualität. Dann kann man hier dieses Bild hier unten rechts, also sprich dieses Wasserzeichen, auch ausblenden lassen. Ich habe mal die Perspektive gewechselt. Das ist das Coole daran,
Ihr könnt von unterwegs halt schauen, wo eure Fahrzeuge sind, ob die noch im Garten stehen, ob die noch zu Hause sind, ob die jemand angefasst hat. Ihr könnt das auch für die Rennstrecke nutzen. Also wenn ihr ein Rennstreckenbetreiber seid und ihr habt dort einen WLAN-Anschluss, könnt ihr das natürlich nutzen. So, dann sieht man mal, wie die Kamera sich bewegt hier. Gehe ich mal vorsichtig. Na? Oder ich mache das hier rüber, das ist noch ein bisschen aktiver. So, und dann kann ich hier mit die Autos nämlich schön in den Blickpunkt nehmen. So, gehe wieder zurück, mache ein Foto und ich kann das auch aufnehmen. Also das ist das Schöne daran, man kann das halt auch dafür nutzen, um seine Rennstrecke zu überwachen. Dann haben wir hier die Einstellmöglichkeiten. Hier kann ich den Namen ändern, die Location, also wenn ich das hier im Smart Home Netzwerk gebunden habe. Informationen zum Gerät, IP-Adresse, bla bla, alles was so ist, Signalstärke und Funktioneinstellungen. Ich kann hier unten dieses Zeitwasserzeichen kann ich ein- und ausschalten. Ich kann hier einen Bildflip machen, also einstellen oder nicht. Dann habe ich hier den Audio-Modus, Einweg-Audio, Zwei-Wege-Audio, um halt praktisch mit einem anderen zu kommunizieren zu können. Und ich kann die Kamera kalibrieren. Nightwish-Modus kann ich auf Farbmodus, IR-Modus oder Automatikmodus gehen. Die drei Modus gibt's. Dann PIR-Schalter kann ich den kann ich erstmal ausschalten, dann funktioniert er gar nicht. Oder ich kann die Empfindlichkeit hier einstellen. SD-Karteneinstellung, ich habe gerade keine drin. Deswegen kann ich da jetzt hier auch nichts einstellen, ist keine verfügbar. 125 GB übrigens könnt ihr nehmen. Offline-Meldung könnt ihr einschalten, ausschalten. Ausrüstungs-Upgrade, sehen was das ist. Es gibt eine neue Upgrade-Version. Halten Sie, kann man sich erinnern lassen, ob man an ein automatisches Upgrade erinnert werden will. Ich gehe mal hier auf Aktualisieren. Und dann, upgrading camera, please do not cut off power. Ihr habt es gehört. Jetzt wird ein Upgrade gemacht und ich kann euch mal kurz rüberführen. So sieht das Ganze aus. Meine Kamera hängt zurzeit am Stuhl, um euch das hier so zu zeigen, wie das aussieht, das Bild. So, dann schauen wir hier. Upgrade ist gleich beendet. Das dauert einen ganz kleinen Moment. Camera upgrade complete. Ah, ist complete. Sehr schön. Ihr habt es gehört. Wie gesagt, ich habe das hier gleich um die Ecke. So, schauen wir mal. Das dauert hier noch einen ganz, ganz, ganz kleinen Moment. Firmware upgrade erfolgreich beendet. Super. Als nächste Option, klar, ihr könnt natürlich auch das Gerät wieder entfernen, was ich natürlich nicht will. Und das ist immer noch mein Bild, was ich gerade hatte. Und ich kann das hier halt aufnehmen, nicht aufnehmen. Dann hatte ich gesagt, hier, ich kann SD-Karte bzw. SD-Größe oder in HD dann aufnehmen.
Und genauso geht das nach unten und nach oben. So soll mein Bild aussehen. Das war mal kurz die Kamera von Seven Links erklärt. Klar, ich stoppe hier die Aufnahme. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn, dann Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, ich finde die Kamera cool. 130 Euro kostet die. Ihr habt die Möglichkeit, eine Überwachung durchzuführen. Ihr könnt Bilder aufnehmen. Ihr könnt mit demjenigen kommunizieren. Ihr könnt hören, was er sagt. Ihr könnt ein Bildschirmfoto machen. Ihr könnt die Rennstrecke, euer Haus, eure Wohnung, eure Zimmer, euren Garten, könnt ihr damit überwachen und habt mit dem Handy durch die App einen guten Fernzugriff. Ich habe die Kamera jetzt mal in die Hand genommen und immer, wenn ihr vor den Bewegungssensor geht oder eine Person oder ein Tier sich bewegt, bekommt ihr eine Alarmmeldung. Also selbst wenn ihr die App nicht geöffnet habt, das könnt ihr so einstellen. Und dann seht ihr das hier so am Bild. Und ihr seht, wenn ich die Kamera bewege, ist ja logisch, ne? Dann stellt ihr eine Bewegung fest. Und dann wird das neue Bild aktiviert. Halt immer, wenn irgendwas davor passiert, bekommt ihr eine Nachricht. Jetzt wieder. Und das könnt ihr hier quasi immer wieder aktualisieren. Hier ist das neue Bild. Das mal so am Rande noch erwähnt. Wenn es dunkel wird und ihr den Bewegungssensor hier, beziehungsweise Helligkeitssensor ausschaltet, also deaktiviert, praktisch ja, dunkel macht, ne, indem ihr was davor hältet, dann geht natürlich dann auch automatisch das Licht mit an. Und so wird ein Foto gemacht, damit das auch... ja, damit ihr das auch seht, was ihr aufnehmt. Ansonsten wird ja alles dunkel sein. Und hier seht ihr das. Beleuchtung funktioniert auch. Ja, das ist meine Beleuchtung. Okay, das funktioniert. Aber ihr seht, der Bereich ist hell erleuchtet durch die Lampe hier. Das mal noch am Rande erklärt. Also selbst für Nachtaufnahmen funktioniert das wunderbar. Und wenn ihr in der Benachrichtigung hier oben drauf geht, auf das Zahnrad, dann könnt ihr das aktivieren. Also, ihr könnt die Benachrichtigung ein- und ausschalten, den Alarm ein- und ausschalten, Familie und Bekanntmachungen. Diese Möglichkeit besteht. Und wenn ihr in der App seid, dann seht ihr, die Kamera funktioniert wunderbar, also ihr müsst die nicht... selbstständig drehen, wenn ihr auf den Nachtmodus geht, Infrarotmodus. Ich schalte mal den Sensor zu. Sehen, was dann passiert. Dann geht hier das Licht an. Und ihr seht, das leuchtet ganz gut. Und wenn ihr den Infrarotmodus aktiviert habt, dann leuchtet nicht die Lampe. Also dann sind hier keine Lampen aktiv. Ihr seht, keine Lampe aktiv. Aber ihr habt den Infrarotmodus. Dann habt ihr aber auch ein reines schwarz-weiß Bild. Was ihr dann natürlich auch als Nachricht bekommt, wenn ihr das ausgeschaltet habt. Entschuldigung. Aber dazu muss es wirklich dunkel sein. Das heißt, hier müsst ihr den Sensor auch wirklich abdecken. Dann habt ihr auch. Dann könnt ihr auch ein Bildschirmfoto machen davon.
Also je nachdem, ob es hell oder dunkel ist, das erkennt ja der Sensor, wird das eine Schwarz-Weiß-Aufnahme oder es wird eine Infrarot-Aufnahme, wenn ihr Infrarot-Modus wählt. Wenn ihr den Smart-Home-Modus wählt, bestätigt mit Confirm und ihr macht es dunkel, den Sensor, dann geht das Licht an und die Fläche bzw. der dunkle Nachthimmel wird hell erleuchtet oder der dunkle Raum wird erleuchtet und es bleibt eine eine Farbaufnahme und wird keine Schwarz-Weiß-Aufnahme. Das könnt ihr hier einstellen im Infrarotmodus, Smart-Modus, Farblichtmodus oder Infrarotmodus. Bestätigen mit Confirm nochmal, verdecken und ihr habt den Infrarotmodus. Das mal so am Rande. Noch zum Abschluss. So, ich will jetzt mal noch einen Test machen. Ihr hört es. Die Kamera lasse ich hier. Ich werde jetzt hier unterwegs sein, werde das auch aufnehmen, sehen, ob ich das wieder einbinden kann. Hallo? Hallo, hört man mich im Video? Hallo? Hallo, auf dem Handy? Hört man mich? Ja, mal ein kurzer Abschluss zum Schluss. Pentild, Überwachungskamera mit Full HD, WLAN, Akku, Solarpanel, IP66 fähig. Wirklich schnell zu installieren mit der App, war wirklich kein Problem. Müsst mal durchlesen, wie gesagt, den QR-Code. Muss die Kamera lesen, dann installiert die sich. Also nichts Kompliziertes, einfach App installieren, Konto anlegen oder registrieren, beziehungsweise wenn ihr eins habt, könnt ihr das nutzen. Dann auf Gerät, Kamera und schon erkennt das Gerät die Kamera. Ist möglich für Android-Geräte und iOS-Geräte. Nachtsicht bis 30 Meter. Habt einen Helligkeitssensor, einen Bewegungsmelder dabei. Ihr könnt das zum Überwachen nehmen, die Kamera, egal für was. Also für zu Hause, für, ja, falls vielleicht ein Postbote kommt und ihr wartet auf ihn. Oder wenn es an der Tür klingelt, ihr seid nicht zu Hause, dann könnt ihr Kontakt aufnehmen. Ich habe mal kurz einen Test gemacht mit dem Mikrofon und mit dem Lautsprecher. Also man kann es laut und deutlich hören. Einzig, was ich nicht gefunden habe und was ich gesehen habe, es geht ja nicht, ist der Lautstärkeregelung, habe ich nicht gefunden. Also wäre schön, wenn man da noch an der Kamera da die Lautstärke einstellen könnte, damit es halt nicht zu laut, damit sich der Nachbar hört, wenn ihr reinredet, in der Hinsicht. Ansonsten, ihr habt einen Fernzugriff, also ihr könnt von unterwegs weltweit zugreifen, könnt immer das Live-Bild sehen, solange wie hier der Akku Strom hat, aber mit dem Solarpanel sollte das kein Problem sein. Und ihr könnt Aufnahmen machen, ihr könnt Bilder machen und ihr habt die Möglichkeit, euch die Nachrichten, also sprich, wenn sich irgendwas vor eurer Linse bewegt, dass ihr eine Nachricht bekommt auf euer Handy. Und dann seht ihr sofort im Zeitplan, wann wer denn vor Ort war. Und ich kann euch nochmal zum Abschluss, hatte ich euch ja hier das Video gemacht, beziehungsweise den Test gemacht. Und dann hatte ich ja mal reingeredet in die Kamera. Also hier. Hallo? Hallo, hört man mich im Video? Hallo? Hallo, auf dem Handy? Hört man mich? Wenn ihr das gehört habt, also sprich, wenn ihr hier reinredet, dann habt ihr das so deutlich im Video. Beziehungsweise, wenn ihr einen Fernzugriff habt, dann seht ihr es nicht nur im Video, ich habe das ja auf Aufnahme gedrückt, damit ich es halt nachvollziehen kann. Nein, ihr hört das Live-Bild auch im Ton und man hört es gestochen scharf. Also wirklich super, super Qualität und umgedreht ist es nicht anders. Also man kann sich gut miteinander kommunizieren oder unterhalten. Aber gut, will man eigentlich nicht. Es ist nur für die Notfall, vielleicht jemand zu Hause wartet und ihr könnt dann halt sagen, okay, seid eine halbe Stunde zu Hause oder so. Ja, oder
Er sagt halt, und weg, Einbrecher. Ja, wie es halt so geht. Ja, als nächste Option, ihr habt es gesehen, ich habe ja meine RC-Cars da mal hingestellt. Ihr könnt natürlich das auch zur Überwachung von Rennstrecken und anderen Sachen machen. Ne? Also gibt es so 24 Stunden Livestreams, Webcams, die ihr habt, könnte man dafür auch nutzen. Aber eben nicht als, ich glaube nicht als Streaming, das habe ich noch nicht probiert, ob das geht. Zumindest könnt ihr halt das abrufen und sehen, ob jemand auf dem Gelände ist oder nicht. Das ist halt auch nochmal eine schöne Option. Und dadurch, dass ihr stromunabhängig seid, könnt ihr das überall anhängen. Wichtiger ist halt nur, ihr braucht vor Ort ein WLAN-Netz. Also sprich, irgendwo ein Router, der sich damit verbindet, mit der Kamera, beziehungsweise umgedreht, Kamera mit dem Festnetz. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ganz klar, Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Dankeschön.